liebe Bücherfreunde in Nadis Bücherwelt. Heute habe ich eine Rezension für euch und zwar von einem Buch, was mich wahnsinnig begeistert hat. Ich spreche von dem neuen Roman von Johanna Benden, Salz im Wind, nach der Ebbe kommt die Flut. Und allein dieses Cover ist schon wunderschön. Man sieht auf der Rückseite hier so ein paar Pralinen, da unten sieht man Johanna Benden. Ich muss dazu sagen, dass ich hier eine Sonderedition erhalten habe von der Johanna Benden, da an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank. Es ist wirklich wunderschön. In dieser Sonderedition gibt es ganz tolle Bilder von der Stadt, in der dieses Buch spielt, nämlich der Glücksstadt. Und es sind also ganz tolle Illustrationen drin und ich bin sehr begeistert von dem Buch. Erstmal, was es kostet. Es kostet als E-Book 2,99 Euro, als Taschenbuch 13,90 Euro und als gebundene Ausgabe, ja, auch das gibt es für 19,99 Euro. Meine Ausgabe hat jetzt ungefähr 338 Seiten. Sie hat nämlich hier hinten noch die wirklichen Bilder, ich halte es euch mal so hin, von Glücksstadt drin und dadurch, dass man die Bilder eben angeschaut hat und dass es diese Läden wirklich gibt, macht das Ganze noch interessanter. Wir lernen in dem Roman Anna kennen. Anna ist Tochter eines stinkreichen Vaters, der sein Geld mit Stormenergie gemacht hat. Er ist in Glückstadt sehr bekannt und Anna und ihr Verlobter Olli arbeiten für ihn. Und Olli soll irgendwann den Vorstand übernehmen, wenn Annas Vater in Rente geht. Ja, Anna hat da so die Tätigkeit, irgendwelche Abläufe zu kontrollieren oder wenn mit den Angestellten irgendwas ist. Sie hat also keinen sehr wichtigen Posten. Olli dagegen schon. Er wird von Annas Vater also richtig in diese Dynastie eingearbeitet und Anna wundert sich, dass Olli wirklich mit ihr verlobt ist, weil Anna ist 1,62 groß, wiegt etwas über 90 Kilo und Olli ist eigentlich der Traum jeder Frau. Die beiden wollen nun heiraten und Anna hat in ihrem Büro ein Bild hängen aus einer Hochzeitsmodezeitschrift und da sind natürlich wunderschöne Models mit tollen Brautkleidern, toll hergerichtet. Und das hat sie sich so hingehängt, dass sie das immer anschauen muss. Denn sie möchte bis zur Hochzeit doch noch so das ein oder andere Kilo abnehmen. Ja, und viele Probleme, die sich da aber immer wieder ihr in den Weg stellen, sei es das Aussuchen, wer eingeladen ist, wobei es eine riesige Hochzeit wird, darauf besteht schon Annas Vater. Denn er hat ja einige Geschäftspartner und die müssen eingeladen werden und so weiter und so weiter. Und die Servietten müssen ausgesucht werden. Und Anna ist eigentlich so ein Typ, die weiß schon, was sie will, aber sie lässt sich von Olli immer sehr schnell übertrumpfen und macht dann doch, was er will. Und irgendwie bekommt sie so langsam ihre Zweifel, ob die beiden wirklich so gut zusammenpassen. Und was will er von ihr? Also das geht ständig in Annas Kopf rum, ne? Weil er könnte genau die Frauen aus diesem Brautmagazin, genau solche Frauen könnte er sich doch angeln. Was will er von ihr? Und er beteuert aber immer wieder, er liebt jede Rundung von ihr und er liebt sie so, wie sie ist und sie braucht nicht abnehmen.
Dementsprechend schenkt er ihr auch immer wieder Pralinen und auch ihr Vater denkt, wenn er irgendwas verbrochen hat, was nicht so toll für Anna war, dann kommt er mit Pralinen und denkt, damit ist die Sache dann gegessen. Das war bisher auch so. Aber nun hat Anna sich geschworen, die Schublade unter ihrem Schreibtisch, in der die Schokolade und so weiter liegt, bleibt zu. Und jedes Mal, wenn sie das Gefühl hat, sie wird weich, sie könnte jetzt oder sie regt sich über irgendwas auf, dann hat sie bisher immer eine Schokolade in den Mund gesteckt. Sie versucht, das nicht zu tun. Sie steigt sogar auf ihr altes, klebriges Fahrrad und fährt durchs Dorf oder in die, und durch die kleine Stadt, Glückstadt, und ja, möchte einfach ein paar Kilos wegbekommen. Im Dorf kennt natürlich jeder jeden und ja, jeder weiß, dass Anna die Tochter von Sturm Energie ist. Ja, nun kommt ein Mann in die Firma, der da als jetzt muss ich noch mal gucken, wie das als auch in den Aufsichtsrat mit rein soll, und dieser Mann, was ihr Annas Vater und ihr Verlobter nicht wissen, sie hat schon mehr Kontakt mit Robert gehabt, weil er halt schon mal da war. So, als er nun wieder in die Firma kommen soll und ja, Olli und Annas Vater ihn dazu bringen möchten, dass er unbedingt unterschreibt und mit in den Aufsichtsrat einsteigt, und sie bitten Anna darum, sie soll doch für Robert ein Geschenk besorgen. Und das muss natürlich etwas Besonderes sein. Das darf nicht einfach so Pralinen oder Kuli oder was nicht. Nein, es muss was Besonderes sein. Und Anna, die ja mit Robert schon Kontakt hat, sie verstehen sich sehr gut und sie schreiben sich oft per Handy oder telefonieren. Und sie weiß, dass Robert sich vor kurzem ein kleines Segelschiff gekauft hat. Naja, und jetzt überlegt sie, was könnte sie schenken und warum, um Gottes Namen, wird sie damit wieder beauftragt. Ja, und während sie so durch die Glückstadt läuft, kommt sie an einen kleinen Laden vorbei, in dem es Dinge für die Schifffahrt, für Boot, für alles Mögliche gibt. Und sie betritt diesen kleinen Raum, der völlig überfüllt ist mit lauter Schnippes und Kleinzeug. Und ein älterer Herr, dem dieser Laden gehört, der sitzt so hinten in der Ecke und murmelt so vor sich hin. Und dann kommt ein junger Mann als Verkäufer auf Anna zu. Und Anna wundert sich, sie denkt, den kenne ich doch, aber ihr fällt der Name nicht ein. Schließlich entpuppt er sich als ihr früheres Babysitterkind. Als sie noch sehr jung war, hat sie sich ihr Taschengeld als ein bisschen aufgebessert. Jetzt habe ich es. Genau, mit Babysitter. Und dieser junge Mann war der kleine Bruder ihrer besten Freundin. Ja, irgendwann fällt ihr der Name doch ein und sie ist ganz begeistert von Erik, weil Erik so aufgeschlossen ist, so lustig ist, und sie bittet ihm eben oder sie erklärt ihm, für wen sie ein Geschenk braucht, und er zeigt ihr dann, ja, Dinge, die er selber aus altem Metall gemacht hat. Und dort findet sie dann auch das passende Geschenk für Robert. Und es ist einfach für seine Segelleidenschaft bzw. für sein Segelboot ein optimales Geschenk. Und ja, von da an geht sie öfters in diesen Laden. Und als Robert das Geschenk bekommt, ist Robert aber so penetrant und möchte, dass sie mit in die Sitzung geht. Das passt natürlich den Vater und Olli überhaupt nicht, weil eigentlich denken sie, weiß Anna ja nichts, aber Anna weiß viel mehr, als die beiden sich vorstellen. So, ihre Zweifel an Olli werden immer stärker. Robert bemüht sich sehr um sie, er versucht ihr
ihr Selbstvertrauen aufzubessern. Er sagt, was für eine tolle Arbeit sie leistet und sie hat viel mehr verdient in der Firma ihres Vaters, als nur da wie eine Sekretärin so Sachen zu machen. Und er gibt ihr so ein bisschen Unterricht für ihr Selbstvertrauen. Ja, und dann ist Erik noch da, der eben einfach so locker ist und so genau wie Anna sich das eigentlich vorstellt. Ja, und ihre Zweifel zu Olli werden eben, wie gesagt, immer größer, was letztendlich passiert und wie das in Glückstadt so vor sich geht und was da für tolle Menschen leben, das müsst ihr alles selber lesen. Ich will da nicht zu viel verraten. Ich habe zwar jetzt viel drüber geschwätzt, aber ich habe nicht so viel verraten, denn es passiert natürlich noch viel, viel mehr in diesem wunderbaren Roman. Was mir besonders gut gefallen hat, war eben über Glückstadt was zu lesen. Anna war mir sofort sympathisch. Man konnte sich so mit ihr identifizieren, weil sie einfach so normal ist. Und es ist einfach so, wie oft haben wir doch selber auch die Überlegung, wir haben jetzt Lust auf ein Stück Schokolade und Schokolade ist ja auch ein Glückmacher. Und trotzdem kämpft sie mit sich selber und will diese Schokolade nicht essen, weil sie eben an ihrer Hochzeit nicht so aussehen will, wie sie jetzt gerade aussieht. Und ja, also es passieren so viele wunderschöne Sachen auch in diesem Roman. Und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, wenn ihr einfach einen süßen Sommerroman lesen würdet, wenn ihr die Glückstadt kennenlernen möchtet, dann solltet ihr diesen Roman auf jeden Fall lesen. Ich weiß, dass Johanna Benden noch einen weiteren Roman über Glückstadt schreiben möchte, weil es einfach, ja, die Dorfbewohner, ich sage immer Dorfbewohner, es ist ja eine Stadt, aber es sind so tolle Menschen in diesem Roman und ja, wie Anna letztendlich sich entscheidet, ob sie es schafft abzunehmen bis zur Hochzeit oder ob sie den Wunsch nach Schokolade nicht länger ausweichen kann. Sie bekommt von ihrem Vater Schokolade, die schönsten Pralinen. Von Olli bekommt sie tolle Pralinen, nämlich ihre Lieblingspralinen. Und ja, sie stellt sich halt vor, sie sieht in ihrem Brautkleid aus wie so eine dicke, fette, sie hat irgendwas dazu gesagt, wie sie aussieht, ein bestimmtes Wort, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, nee, leider steht es jetzt hier hinten auch nicht drauf. Es ist ein ganz toller, toller Roman. 5 Sterne hat er von mir bekommen und ich habe von Johanna Benden sogar die Erlaubnis, ein Taschenbuch verlosen zu dürfen. Ich werde in meinem nächsten Video aus dem Roman vorlesen. Auch die Erlaubnis habe ich von Johanna Benden bekommen. Und da solltet ihr genau zuhören, denn da wird es mein Gewinnspiel geben. Und ich werde da natürlich auch eine Frage stellen. Und wenn ihr die beantworten könnt, dann könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Also passt auf mein Buchgeflüster-Video auf, hört es euch an und beantwortet mir dann die Frage. Aber das kommt alles, wie gesagt, beim nächsten Video. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.